Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Heute habe ich die Möglichkeit, die neue Stream-Webcam von Lugitubu zu präsentieren, und zwar mit dem neuen Ringlicht an der Kamera dran. Schauen wir uns im ersten Teil des Videos mal ein bisschen die Verpackung, das Gehäuse und die Bedienungsanleitung an. Im zweiten Teil werde ich die Kamera dann auch nochmal testen und zeigen, wie sie funktioniert. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo da freuen, um weitere solcher Videos zu präsentieren. So, schauen wir uns mal den Karton genauer an. Wir haben hier einmal eine Autofokus-Kamera mit Beleuchtung. Sie funktioniert für Windows, Mac, Chrome, Android, Linux, Ubuntu und Xbox. Hier haben wir mal die PC-Voraussetzung oder allgemein die Voraussetzung, um die Kamera zu bedienen. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeiten, wofür die zu bedienen ist. Ich möchte das Video kurz halten, daher drückt auf Pause, falls euch das zu schnell geht. Hier haben wir einmal die Bedienungsanleitung auf Englisch, User Manual, also Bedienungsanleitung, wie ihr das einstellen könnt, und einmal die häufig gestellten Fragen. Schauen wir einmal kurz rein. Es ist auf mehreren Sprachen. Mal gucken, ob wir auch finden, wo, wie viele Sprachen. Da. Ich hoffe, man kann es sehen. Auf Englisch, Deutsch und Frankreich werden die häufigsten Fragen, die das Team Lugitubu bekommen hat, dargestellt. Und vielleicht können die euch ja sogar schon helfen, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte. Ansonsten schreibt einfach einen Kommentar. Hier haben wir einmal die Installationsanleitung, wie man das aufbauen könnte. Okay. Und User Manual. Da könnt ihr alle Einstellungsmöglichkeiten, die man sich so vorstellen kann, aufbauen. Hier nochmal so ein kleines Inhaltsverzeichnis. Ja, wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt an Lugitubu direkt eure Fragen. Ihr seht, alles Mögliche ist beigelegt. Na gut, aber kommen wir jetzt mal zur Kamera. Die hole ich mal eben raus und da fällt mir schon fast irgendwas entgegen. Das ist, glaube ich, ein Putztuch, müsste das sein. Höchstwahrscheinlich zum Reinigen der Linse. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sowas beigelegt wurde. Fühlt sich auch gut an. Wie ein Brillenputztuch halt. Hier haben wir einmal das Kabel. Es ist ein USB-Kabel. Die genaue Länge findet ihr in der Videobeschreibung. Die weiß ich jetzt gerade nicht. Nicht ummantelt oder so. Ein ganz schlechtes USB-Kabel. Es ist ja aber auch keine Bewegung drin, also Ummantelung wäre für mich, ehrlich gesagt, nicht notwendig. So, das ist die Kamera. Das Licht ist gerade ein bisschen hell, aber ich glaube, man kann das so ganz gut sehen. Vom ersten Eindruck erstmal. An der Seite ist das so ein bisschen geriffelt, fühlt sich ein bisschen an wie Grip. So, und das ist die Kamera-Frontansicht. Das Weiße müsst ihr euch vorstellen, da kann man dann das Licht einschalten. Am Ende des Videos, da werdet ihr das dann auch nochmal sehen. Da mache ich eine Aufnahme von. Das ist die Rückansicht. Auf den ersten Eindruck fühlt sich das ein bisschen starr an. Ich habe ja die Streaming-Webcam von Lugitubu, die davorige, habe ich auch. Da ist diese Halterung sehr flexibel. Hier ist das alles ein bisschen starr. Aber schon mal gut, dass es nicht so leierig ist. Es hat schon genügend Widerstand, dass man das gut auf- und zumachen kann. Ja, also das fühlt sich schon qualitativ ganz gut an. Ob es am Ende auch gut hält, das kann ich noch nicht sagen. Hier kann man aber anscheinend einige Möglichkeiten haben, um die hinzustellen oder am Bildschirm anzubringen. Entschuldigung. Die Kamera kann man zu 360 Grad drehen, allerdings die Höhe kann man nicht verstellen. Man kann die nicht nach vorne oder nach hinten kippen. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil mein Bildschirm ist zum Beispiel recht flach und ich hoffe mal, dass man das da vernünftig ranbringen kann, dass die auch so ein bisschen nach unten guckt. Aber da wartet ab, das werde ich gleich noch testen. Wir nehmen uns mal eben hier ein bisschen die Zeit und gucken nochmal die Kamera von vorne an. Das ist der Lichtschalter. Das ist anscheinend Touch, weil drücken kann ich den nicht. Man muss bestimmt nur mit dem Finger rübergehen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. In drei Stufen funktioniert im Übrigen das Licht. So, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. So Leute, ich lasse jetzt mal mein Aufnahmeprogramm OBS laufen.
Nicht wundern, ich habe hier mein Handy in der Hand, weil hiermit möchte ich die Kamera auch noch weiterhin filmen. Und da sehen wir dann, wie das dann funktioniert und wie die Kamera so die Leistung erbringt. Ich werde wahrscheinlich das Handy-Video irgendwo im Video hier einbauen. Lasst euch darin durch nicht irritieren. Wir drücken jetzt mal auf den Knopf der Kamera und dann sehen wir, dass es schon ein wenig heller wurde. Ich muss dazu sagen, ich habe den Raum hier komplett dunkel, komplett schwarz. Kein Licht an, draußen ist es, naja, ihr seht es selber, da ist das Fenster. Es ist komplett schwarz. So. Das war jetzt die einfachste Stufe. Jetzt kommt Mittel. Das geht schon, ist schon hell. Eigentlich vollkommen in Ordnung, finde ich. Und jetzt die letzte Stufe. Und ich finde, das ist schon ein sehr starkes Licht, wenn man sich das hier mal so anguckt. Auch detailreich, jetzt nicht verwackelt oder so. Der Fokus ist gut. Klar, wenn man ein bisschen hin und her wackelt, dann kommen Schlieren, weil es ist eine 30 FPS-Kamera. Aber da kann man doch nicht meckern, finde ich. Was die Beleuchtung angeht oder so. Man braucht keine Softbox oder LED-Streifen hinten ranbauen, was ich sonst immer gemacht habe. Das ist mit so einer Kamera eigentlich schon behoben. Ja, als kleinen Nachteil, ich kann jetzt mal das Video hier ja ausblenden, jetzt hat man das ja gesehen. Als kleinen Nachteil muss ich nur sagen, ist die Kamera davor ohne Beleuchtung, also die normale HDR Streaming Webcam von Logitubo, ein bisschen flexibler. Ich habe die hier. Sekunde. Seht ihr, was ich meine? Das hat halt hier. Das ist halt total flexibel. Am Ende des Videos werdet ihr da einen Link zum Video sehen. Also wer nicht was mit Beleuchtung braucht, kann ich diese Kamera total empfehlen. HDR-Kamera. Auch von Logitubo. Aber was Beleuchtung angeht, vollkommen cool die Kamera. Wie gesagt, nur beim Stand, bei der Halterung. Ein kleiner Abschnitt und man kann die Kamera nicht nach vorne und zurücklehnen. Ich weiß nicht, man kann das hier nicht sehen. Man kann die Kamera jedenfalls nicht nach vorne und zurücklehnen. Das ist auch ein bisschen schade. Okay, nicht wundern, dass jetzt hier ein Schnitt ist. Ich habe gerade dreimal versucht zu sagen, wie gut eigentlich die Kamera ist, ohne dass es zu sehr nach Werbung klingt. Weil klar, ich stelle die Kamera vor. Man könnte jetzt erwarten, ich muss was Gutes sagen. Nein, so ist es aber nicht. Sonst würde ich das ja mit der Halterung nicht erwähnen. Aber ich bin wirklich schon sehr zufrieden, was die Kameraleistung angeht. Und die Beleuchtung natürlich. Für jede Helligkeit kann man dann eine Stufe einstellen. Man muss kein Licht anhaben. Touch funktioniert auch super. Ja, wollen wir das Video gar nicht mal weiter in die Länge ziehen. Wer Fragen dazu hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, dass ich das Video hier für euch machen durfte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.